Ein 10 Ampere starker Strom durchquert eine Spule, die einen Eisenkern enthält. Wie viele Windungen enthält diese 20 cm lange Spule, wenn die magnetische Feldstärke im Innern der Spule 0,8007 Tesla beträgt und wenn die Permeabilität des Eisens 628 mal 10 hoch minus 7 Teslameter auf Ampere beträgt. Hier die Angaben. Die Stromstärke I beträgt 10 Ampere. Diese Länge L der Spule beträgt 20 cm, das heißt 0,2 Meter. Die magnetische Feldstärke groß B im Innern der Spule beträgt 0,8007 Tesla und die Permeabilität des Eisens beträgt 628 mal 10 hoch minus 7 Teslameter auf Ampere. Gefragt wird die Anzahl groß n Windungen, die natürlich keine Einheit hat. Um diese Anzahl herauszufinden, nutzen wir diese Formel, in der wir μ durch das μ vom Eisen ersetzen. Aus dieser Formel schließen wir, dass n gleich ist zu b mal L geteilt durch μ des Eisens geteilt durch I. In dieser Formel ersetzen wir B durch 0,8007, L durch 0,2, μ vom Eisen durch 628 mal 10 hoch minus 7 und I durch 10. Und somit finden wir als Anzahl Windungen genau 255.